Migranten kletterten später auf den Seitenzügen des Bahnhofs und heute mein Transparent, auf dem oben Wolfgang Schuster als Brandstifter bezeichnet wurde. Falls ihr da oben noch einen Bannerwunsch hättet, vielleicht können wir den ja erfüllen. Vielleicht Abrissaufstand, bei Abrissaufstand, wenn wir den finden. Okay. Im Inneren des Bahnhofs hinderten Aktivisten eine Stunde lang einen TGV in Richtung Paris an der Abfahrt. Aus Sicherheitsgründen startet die Bahnpolizei über nebenliegenden Gleise. Durch die Protestaktionen brach am späteren Nachmittag der Verkehr in der Innenstadt weithin zusammen. Also so! Gegen 18 Uhr versammelten sich die Stuttgart 21 Gegner am Hauptbahnhof zu einer Großkundgebung. Die Polizei sprach von 6.000 Teilnehmern, die Veranstalter von 12.000. Anschließend zogen zwei Demonstrationszüge auf dem Cityring durch die Innenstadt. Die Fraktionsvorsitzenden der FDP und CDU im Landtag, Hans-Ulrich Röhlke und Peter Hauch, begrüßten den Beginn der Abrissarbeiten. Böse, böse! Das ist ein gutes Signal, sagte Röhlke. Dagegen sprach Werner Wölfle, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Stuttgarter Gemeinderat, von einer reinen Provokation. SOS-Stadtrat Hannes Bockenbauer kündigte an, dass es noch monatelang Aktionen mit zivilen Ungehorsam gegen Stuttgart 21 geben werde. Stuttgart 21 Sprecher Wolfgang Drexler vor, die Öffentlichkeit. Hier zeigt die Wackelkontakt. Die Initiative Leben in Stuttgart darf Stuttgart 21 Sprecher Wolfgang Drexler vor, die Öffentlichkeit gelobt zu haben. Die Fassade des Nordflügels hätte Stein für Stein abgetragen werden sollen. Jetzt aber würden Dacker alles zertrümmern mit Brachialgewalt.